Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir sind in Mutterkrone. Ich habe einen kleinen Schnellreiseweg hinter mir und... Bringen wir es hinter uns. Damit die Verteidigung hält. Wir attackieren mal so eine Attrappe. Ich habe gesehen, es gibt dafür auch eine Trophäe. Ich werde jetzt nicht alle Attrappen jagen, aber trotzdem. So, hier haben wir Sona. Wir können mal mit ihr quatschen, was denn los ist. Kriegsherrin Sona, du verstärkst Mutterkrone? Wenn die Nora noch einem Angriff des Metallteufels trotzen wollen, muss unsere Abwehr stark sein. Doch, das betrifft dich nicht. Du unterstehst mir nicht. Du kannst trotzdem fragen, Kriegsherrin. Also gut. Wir brauchen Lanzenhörner. Sie besitzen Kühlsaft. Und Ariolinsen sind vielseitig nutzbar. Ich habe jetzt Kühlsaft. Gut. Unser Eis und Feuer wird die Maschinen abwehren. Fehlt uns nur noch eine Lanzenhornlinse. Das ist ein Jagdgrund westlich von hier. Jetzt brauchen die Wachtürme noch Signalpfeile. Bring die hier zu Ornsturm im Süden. Wenn du so nett wärst. Gut, gerne. Ich habe allerdings erstmal einen anderen Missionspunkt gehabt. Nur 350 Schritt von hier entfernt, aber wir gucken mal ganz kurz. Nebenquest. Moment, wo haben wir da die Mission gehabt? Keine Ahnung. Ich muss ganz kurz mal lesen. Genau, hier die Linse. Ach, das ist ja direkt nebendran, ne? Aber es geht in die andere Richtung. Ja, gut. Gehen wir doch mal ganz kurz hin. Wollen ja der Kriegsherrin helfen. Auch wenn wir ihn nicht unterstehen. Wir haben es gehört. Wir sind so ein bisschen der einsame Wolf, der hier seine Reise bestreitet. Deine Pflicht und bitte darum, dass man sich nach deinen Eltern sieht. Ui, und da haben wir so einen. Nein, haben wir nicht. Erstmal ein Sägezahn, da haben wir die Lanzenhörner. Der gibt doch gleich auch sicher dem Dingens Bescheid. Ich will den Sägezahn auf alle Fälle ausschalten. Ich habe keine Lust, gegen den zu kämpfen. Oh nein, der sieht mich. Oh, shit. Ja, dann komm mal rüber hier. Ah, Mann. Bam. So, schöne Sache. Ich hoffe, die sind jetzt nicht allzu weit weg. Da haben wir vielleicht einen. Einen Wächter.
Gut, vielleicht kehren die Lanzenhörner hier gleich zurück. Oder vielleicht haben wir dort noch ein paar. Graser. Nee, die haben sich wahrscheinlich sehr aufschrecken lassen durch die Attacke gegen den Sägezahn. Die Frage ist, wo sind sie hingeflüchtet? Und da sind sie ja. Also wenn ich es richtig verstehe... Moment. Der Behälter hat quasi eine Schwäche von Rüstungsdurchdringung. Und die Hörner lassen sich ebenfalls... hiermit zerstören. Jetzt muss ich nur noch treffen, ne? Sogar gleich zwei. Gut, danke. Sehr schön, der andere hat direkt versucht, mich mitzuattackieren und da haben wir beide erledigt. Mehr Loot für die Welt. Komm schon. Starke Strömungen sind ja eigentlich was Selbstverständliches. Bei Wasserfällen oder Flüssen oder wie auch immer. Vor allem bei so engen Stellen, wie wir sie haben. Aber manchmal ist es trotzdem ein bisschen anstrengend, dann mit den gegen die Strömung so ein bisschen zu schwimmen. Kann ich den nicht überbrücken? Ich muss mir irgendwie mal durchlesen, wie man die Dinger überbrücken kann, weil... So, was haben wir hier noch alles eigentlich? Zersprengpfeile. Bieten sich doch ganz gut an, verwendet zu werden. Nachdem ich sie ursprünglich nicht so häufig verwenden wollte. Ich dachte halt, dass es so eine... Ich dachte halt, dass es quasi Pfeile in Form von Bomben sind. Und prinzipiell sind sie das auch, aber du musst, glaube ich, auch direkt treffen. Das hat mich dann halt anfangs irritiert. Da muss ich rüber. Ah, okay, da ist auch quasi ein Weg hoch. Und bevor ich die Folge begonnen habe, habe ich auch gesehen, dass ich noch etwas weiteres upgraden kann aus meinen Taschen. So, herstellen, Tragekapazität. Ich glaube, das war die Stolperfallen-Munition. Genau, keine weiteren Upgrades verfügbar. Bedeutet wahrscheinlich... Jetzt sind wir hier komplett durch. Die Frage ist, schaltet man noch weitere frei? Aber das glaube ich halt nicht, weil sonst würde da irgendwas stehen, was ich irgendwie irgendwo nochmal sammeln kann. Eine schöne Vorratskiste. So, wir reden mal mit ihm. Du bist Orn? Bist du nicht sehr jung für einen Wächter? Musst du gerade sagen. Stimmt. Die Kriegsherrin schickt dir diese Feuerpfeile.
Sende ein Signal, sobald du etwas Verdächtiges siehst, okay? Ich weiß, ich bin jung, nicht blöd. Falls sie zurückkommen. Aber pass auf. Abwärts ist der beste Teil. Sehr schön, Quest erledigt. Und jetzt müssen wir nur noch runter. Aber könnte man auch einfach einen Heuhaufen hinlegen und dann springt sie da runter. Wäre dann aber ein anderes Spiel, ne? Ja, allgemein bemerkt man, dass Assassin's Creed schon so ein paar grundsätzliche Einflüsse nicht nur für Ubisoft-Spiele hatte, sondern auch beispielsweise hier in Horizon Zero Dawn. Da gibt es zum Beispiel ja die Langhälse und im Prinzip sind die Langhälse ja nichts anderes als die Türme, die man in Assassin's Creed hat. Also es ist sozusagen dasselbe System, auf dem das Ganze basiert. Interessanterweise muss ich aber sagen, dass mich die alten Assassin's Creed Teile, die zuletzt erschienen sind, dann aber auch nicht mehr so gereizt haben. Ich fand das Setting ganz cool von Assassin's Creed 4. Fand es aber komisch, dass man da gegen Schusswaffen kämpfen muss, was mir hier auch ein bisschen komisch aufgefallen ist, als ich hier plötzlich gegen Dino-Roboter kämpfen musste, die auch noch schießen konnten. Das fand ich ein bisschen störend, aber hier hat man ja auch Fernkampfwaffen und in Assassin's Creed hat man sie nicht. Deswegen fand ich es da sehr komisch in Assassin's Creed 4. Und mir gefiel das Setting in Unity. Aber ansonsten, das soll ja so seine Performance-Probleme gehabt haben. Syndicate war mir zu grau und weiß nicht, die alten Teile, die sind cool, aber die sind fast schon zu alt, finde ich. Aber ja, Horizon Zero Dawn zum Beispiel bringt da an gewissen Punkten neue Anreize. Es gibt ja jetzt auch ein geleaktes Bild zu einem möglichen neuen Assassin's Creed. Das könnte dann wieder ein bisschen überarbeitet sein, jetzt mit ein bisschen Zeit, die sie sich gelassen haben, und eventuell wird das dann nochmal ein richtiger Hit. Von hier lasse ich mich nicht aufhalten. Muss ich die eigentlich komplett kaputt machen? Das war ein Trickshot. Das war ein ziemlich cooler Trickshot, also wenn du plötzlich ein paar Meter weiter weg bist, das ist auf jeden Fall geil. So. Wo ist sie denn? Da oben, oder wie? Und wie komme ich da hoch? Hier einfach hochklettern. Ja, dann probiere ich es mal hier rum. Ja, Moment mal. Ach, die ist da ganz oben. Ah, okay, gut. Also sah halt echt so aus, als ob die auf dem Wachturm ist. Die Frage ist natürlich, wie will man auf diesen Wachturm, wenn selbst wir das nicht schaffen. Ja, das Klettern eindeutig auch von Uncharted und Assassin's Creed inspiriert. Das sieht alles immer recht ähnlich aus. Da kommt es halt nur noch auf die Animation irgendwann an. Ich habe deine Lanzenhornlinse. Ich mache mir daraus selbst eine Waffe. Kein Krieger sollte dieses Handwerk vergessen. Und du hast die Signalpfeile zu Ohren gebracht? Ja, ich hoffe aber, dass er sie nie benutzen muss. Hoffe ich auch. Ein schlechter Kriegsherr, den es nach Krieg gelüstet. Vorerst möchte ich nur, dass unsere Krieger bereit sind. Vielen Dank für deine Hilfe. Sehr gut. Falls Urmutter uns noch eine Prüfung auferlegt,
werden wir sie antreten. Mögest du in den verdorbenen Landen fündig werden und zurückkehren. Bam. So, Lille, dann schauen wir nochmal, was wir in der Nähe haben. Da gibt es nämlich definitiv noch ein Banditenlager. Nicht allzu weit entfernt. Oder aber, da gibt es auch ein Jagdgebiet. Ich würde sagen, wir können das Banditenlager erobern. Oder wollen wir zu den Jagdgebieten? Das ist alles nicht so weit entfernt, deswegen ist die Reihenfolge eigentlich fast egal. Aber ey, ich habe Bock auf die Jagdgebiete. Ist ja direkt hier. Gut, hier haben wir alles abgeschlossen. Hier noch gar nichts. Die Eisprüfung kann noch nicht abgeschlossen werden. Du wirst mir sicher helfen. Ja, wieder eine coole Sache, dass man hier über die Prüfung zumindest das Kampfsystem so ein bisschen erlernt. Denn vereiste Maschinen habe ich noch nicht gesehen. Oder wir konnten noch nicht vereisen. Aber scheinbar lernt man das da. Panzerwanderer. Das sind aber keine, oder? Nee. Teufelsleid. Ja, das führt uns zur nächsten Stadt. Das nehme ich für unterwegs mit. Und dort haben wir das nächste Banditenlager. Ui, da haben wir doch so einen Feuerbrüllrücken. Nein, 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 du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Da hinten ist nämlich noch einer. Er sieht mich. Mensch, geh doch deines eigenen Weges. Und immer schön leise. Na, schade. Manche Kanten sehen halt auch so aus, als könnte man sie greifen, aber dabei geht es halt nicht. Ach, das ist gar nicht das Banditenlager. Stimmt, ich habe ja mein Ziel geändert. Okay, gut. Vergesst, was ich gesagt habe. Gut, ganz kurz. Erstmal handeln. Gibt es etwas, was wir einfach nur verkaufen können? Ich habe ja jetzt gelernt, dass es auch... Genau, Geschäfte mit Händlern gibt. Hier, Verkauf gegen Metallscherben. Wenn wirklich nur das da steht, dann kann man es wirklich verkaufen. Deswegen gab es da die zwei Formulierungen. So, kaufen. Gibt es da denn eine coole Waffe oder so, die man sich besorgen kann? Ein Kristallgeflecht bräuchten wir hierfür. Den Scharfschussbogen haben wir. Die Stolperfalle ebenfalls. Und die Schleuder. Da haben wir im Moment noch unsere. Die verschießt jetzt andere Munition, das sieht man. Gut, also die könnte man sich auch nochmal holen. Was ist denn der Rassler eigentlich? Eine Bolzenwaffe. Richtet die viel aus? Nicht wirklich, oder? Ach so, nee, ich hab sie ja schon.
Also jetzt habe ich sie. So, mal schauen, was haben wir denn alles? Wir haben nicht genügend Metallscherben für beispielsweise diese Rüstung, die uns Schutz vor Eis bringen würde, glaube ich. Da hier fehlen uns die Materialien für. Ja, ich würde gerne eine zuschaltbare Legende haben, damit man auch sieht, wofür das alles steht. Ein Brüllrückenherz. Das haben wir ja schon. Dann verkaufen wir mal irgendwas anderes. Irgendwas, was wir nicht wirklich benötigen. Oder was man recht easy auch noch nachkaufen kann. Also. Na gut, das Lanzenhornherz war jetzt auch nicht so selten oder so schwer zu beschaffen. Wir haben nicht genug. Irgendwelche schwachen Upgrades. Das bringt nur 6% Schaden. Das bringt nur 6% Abriss. Da ist das hier besser. Hui. Das ist ja cool. Nahkampfschutz. Zur Not kann man sich alles hier aneignen. Das ist tatsächlich Eisschutz dann. Verderbnisschutz. Gut, wir haben genügend Scherben. Dann rüsten wir mal das hier auf. Aus. So, der vorige Effekt war ein bisschen Eisschutz durch eine Modifikation und jetzt sind wir ein bisschen unsichtbar. Was ist der erste Effekt gewesen? Gar nichts. Gut. Schön in einem neuen Gewand. Und jetzt können wir auch mal mit dem Prüfungsleiter hier reden. Du kannst wegbleiben. Ich habe keinen Streit mit den Nora. Und ich habe keinen Streit mit dir. Was ist das hier? Dies ist Jagdgebiet. Ich bin der Hüter. Hier gibt es Elementprüfungen für die Aufnahme in die Jägerloge. Jetzt weißt du es und kannst wieder gehen. Warte, was, wenn ich eine dieser Prüfungen ablegen will? Dann muss ich sie dir anbieten. Du bist nicht gerade freundlich, was? Oh, und die Nora schon? Tötet ihr nicht alle Eindringlinge und Fremden? Davor hast du also Angst? Hör zu, ich habe mir das nicht ausgesucht. Sie sagten, es sei eine Ehre und haben mich dann so nah am Heiligen Land positioniert. Ich halte mich an das, was ich kenne. Herde und Prüfung. Und hoffe, dass mich kein Nora wegen der roten Raubzüge umbringt. Nur, dass du es weißt. Ich habe nicht vor, dich umzubringen, okay? Schön. Aber ich bleib wachsam. Na, vielleicht gibt es neue Informationen über die Jägerloge. Was ist die Jägerloge? Das, wonach es klingt. Ein Ort, an dem Jäger sich treffen, sich Geschichten erzählen und Maschinen jagen. Klingt ja ganz einfach. Einfach? Was weißt du schon? Dass du für jemanden, der keinen Ärger mit Nora will, ganz schön dicht dran bist. Gut. Du hast die drei Halbsonnen, die du zum Beispiel... Oi, mein Controller ist leer. Dabei hat er gerade noch drei Balken angezeigt. Gut. Schön. Ja, Kabel direkt angeschlossen. Tritt zur Loge in Meridian brauchst. Jetzt wirst du sehen, wie einfach es ist, da klarzukommen. Was sind die Prüfungen? Hier wird das Geschick des Jägers mit unterschiedlicher Munition beim Jagen von Maschinen getestet. Wenn du meine Prüfung nicht schaffst, solltest du vielleicht eines der leichteren Jagdgebiete aufsuchen. Wie viele Jagdgebiete gibt es? 5 insgesamt. Du wärst ganz bestimmt irgendwo willkommen. Du weißt, wie es geht. Und wenn nicht, kann ich es dir erklären. Bei diesem Test schießt du mit Feuerpfeilen auf Behälter von Läufern. Triffst du sie richtig, gibt's einen schönen Knall. Viel Glück dabei. Rutsch ein Seil runter und es kann losgehen. Okay, sehr schön. Das dürfte nicht allzu schwer sein. Mal kurz
die Läufer spotten. Gut, dann macht es keinen Sinn, hier rüber zu gehen. Direkt die Feuerpfeile aus. Oh mein Gott. Nicht euer Ernst, dass der wirklich auf uns... beziehungsweise auf die Läufer aufpasst. Ich werde tun, was ich tun muss. Hey. Okay, die sind aber auch echt flott. Sag mal. Oh oh. Manch einer ist nicht ganz so entzückt von meiner Anwesenheit. Ich bin schnell wieder weg, Leute. Ich bin schnell wieder weg. 34 Sekunden, das hat tatsächlich gut geklappt. Immerhin kommen sie einem nicht so wie Vögelchen hinterher, die wir im nächsten Jagdgebiet ja hatten. Also ich habe das dritte Jagdgebiet, glaube ich, als allererstes versucht zu schaffen. Hier haben wir das perfekte Level für, Level 19. Eine Glutsonne. Beim ersten Versuch. Das ist erstaunlich. Und fast ein Level ab. Ich möchte gerade keine Prüfung machen. Das wollte ich doch hören. Wie bitte? Er möchte hören, dass jemand keine Prüfung machen will? Okay. Gut zu wissen. So, mal ganz kurz hier die Schatzkisten geöffnet. Hätte ich eventuell auch mal vorher machen können. Ui, da gibt es auch ein gutes Modifikationstool. So, Wächterherz. Ein Genesungstrank. Stimmt, das sind doch diese besseren Heiltränke. Na, Steine, schade. Schade, dass ich hier den Stein nicht mitnehmen kann, ne? So, mal alles in den Rucksack gepackt. Da haben wir jetzt aber viel. So, kurz mal zwischenspeichern und direkt die nächste Prüfung angehen. Du willst... Bei dieser Oh, das habe ich nicht gehört, sorry. Bei dieser Prüfung musst du Brüllrücken mit Schockmunition betäuben und Teile von ihrem Unterbau abschießen. Also los! Okay, rutsch ein Seil runter und dann läuft die Zeit. Mit Schockmunition? Was für Waffen können hier denn Schockmunition abschießen? Gut, die Stolperfalle, der Kriegsbogen. Kann er den wirklich betäuben? Ich nehme ihn mal statt des stärkeren Bogens. Okay. Schockpfeile haben wir 10. Ja, Moment, da können wir doch sicher nochmal die Tragekapazität erhöhen. Truthahnknochen, schade. So, der Brüllrücken ist hier irgendwo in der Nähe. Da ist er ja. Gut, wir müssen nicht unbedingt ans Seil. Sieht aus, als würde die Maschine in den Säcken eine Flüssigkeit herumtragen. Wahrscheinlich will ich gar nicht wissen, was für eine. Es gibt so einen Controller auch so ein nerviges Geräusch. Wow.
deren Ernst, dass ich das mit den Behältern innerhalb kürzester Zeit schaffen muss. Falsche Taste. Oh nein, direkt ins Feuer gelaufen. Mal ganz kurz analysiert. Ich weiß halt leider nicht, was sie mit den Behältern meinen, ne? Auf geht's. Okay, verstehe ich es richtig? Geht's einfach nur darum, den schnell auszuschalten, oder wie? Hey, komm her! Ich brauch dich! Oh komm, ich will dir doch nichts. Also, ja gut, ich will jetzt nicht lügen, aber... Mist, nur die Haut bekommen. Na gut, also ich könnte die Prüfung nochmal versuchen und wenn es einfach nur darum geht, ihn schnell auszuschalten, ja, dann weiß ich halt, was ich machen muss. Erst betäuben und dann mit Präzisionsfallen auf ihn los. Also dann muss ich auch gar nicht mal auf eine Ebene runter. Es geht dann eigentlich recht flott. So, und dafür rüsten wir uns mal perfekt aus. Wo geht das mit der Waffenzuordnung? Ach so, einfach eine andere Waffe ausrüsten. Okay. Moment mal. Okay, wir haben den Scharfschussbogen drin. Sehr gut. So, das geht jetzt auch recht schnell. Denn wir müssen den hier nur nochmal modifizieren. Abriss ist ziemlich gut gegen den. Und den Kriegsbogen kann ich... Doch, den kann ich upgraden. Mit 6% Schock und 6% Schaden. Finde ich gut. Damit dürfte alles hier wunderbar funktionieren. Was kann ich hier hinzufügen? 20% Verderbnisschutz plus 15% Tarnung. Und den Rest füge ich nochmal hinzu. Der bringt uns jetzt gegen den erstmal nichts. Ja, die Halbsonne. Bei dieser, wenn du das. Wir machen den jetzt aber krasser fertig. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann muss ich ihn auch einfach nur so schocken. Dann brauche ich nicht unbedingt die Schockpfeile. Gut, da bin ich auf jeden Fall zu weit entfernt jetzt. Thank you.
Oh Mann, da ist ja noch ein zweiter. Heidewitzka. Ah, Mann. Das dauert jetzt viel länger als gewollt. Huch, was ist denn jetzt los? Ging es nicht einfach nur darum, jetzt den auszuschalten? Naja, der speit Eis, oder was? Mir schon klar, dass es um die Behälter hier geht, aber... Ich verstehe nur nicht ganz, warum es gerade nicht geklappt hat. Habe ich nicht ausreichend auf die eingeschlagen? Nicht genug Maschinen übrig. Ach, Mann, 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 Mann. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, haben wir fürs nächste Mal erstmal eine Aufgabe, uns das zu überlegen. Wie geht das? Also zumindest für mich erstmal. Ab morgen gibt es dann Horizon Zero Dawn täglich und ja, dann werden wir uns erstmal diesen Prüfungen hier widmen, weil ich möchte wissen, wie das hier funktioniert. Das war nicht gut. Vielleicht kannst du das besser. Aber ich glaube. So. Ich gehe jetzt. Du kannst jederzeit. So, ich gehe jetzt. Dasselbe gilt für mich. Ich bedanke mich herzlich fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, wie immer gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Wir machen beim nächsten Mal an dieser Stelle hier weiter und dann gibt es 2 weitere Glutzons. Zumindest werden wir das versuchen. Bis dahin, euch eine gute Zeit, haut rein.